Der DAX liegt nahe seinem Rekordhoch, aber die Volkswagen-Aktie, die hat sich in den letzten 2 Jahren mehr als halbiert und sie ist jetzt regelrecht bewertet wie ein Krisenunternehmen oder wie ein Sanierungsfall. Ist das wirklich gerechtfertigt? Und wie sieht es auf der größten Baustelle aus vom Volkswagen-Konzern auf dem Automarkt in China? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Sie wissen ja, ich beschäftige mich immer noch viel und auch sehr gern mit chinesischen Aktien. Aber viele Anleger in Deutschland, die tun das im Moment nicht mehr so, zum Teil ja auch aus naheliegenden Gründen. Und darum versuche ich es bei Ihnen heute mal über einen Umweg. Es geht heute um eine der chinesischsten Aktien überhaupt, die wir hier haben. Die Aktie der Volkswagen AG. Ist auch eine Aktie, die definitiv keiner haben will im Moment. Das war nicht immer so. Das ist die Vorzugsaktie der 5-Jahres-Chart von Trading View. Sie ist nach dem Corona-Einbruch, so wie viele andere Aktien auch, wieder nach oben geschnellt auf fast 250 Euro im Frühjahr 2021. Und damit hat sie auch fast wieder ihr Allzeithoch erreicht. Aber seitdem geht es wirklich nur noch bergab. Und sie hat sich von ihrem Hoch vor 2 Jahren inzwischen auch mehr als halbiert. Das ist ein Desaster, das man ja auch vor dem Hintergrund sehen muss, dass der DAX im Vergleich dazu inzwischen ja schon fast wieder auf seinem Rekordhoch ist. Und dass andere deutsche Autoaktien da ja auch ganz anders dastehen. Mercedes-Benz zum Beispiel, auch der 5-Jahres-Chart, die sind jetzt wieder in der Nähe von ihren langjährigen Hochs. Oder genauso BMW, die haben jetzt auch im Mai jetzt wieder ein neues 8-Jahres-Hoch erreicht. Weil es für die Autoindustrie ja grundsätzlich auch nicht schlecht läuft. Nur wenn man die Volkswagen-Aktie jetzt rein betrachten würde als Charttechniker, dann würde man sicherlich sagen, Volkswagen, Vorsicht, das ist offensichtlich Schrott. Ein derart klarer Abwärtstrend und eine derartige Underperformance auch, da kann man wirklich nur sagen, Finger weg von der Aktie. Und das sagen eben auch viele. Dadurch liegt sie jetzt am Boden, dadurch wird sie jetzt gehandelt mit fast 60% Abschlag auf dem Buchwert, so als wäre es irgendeine komische, dubiose Klitsche und sie wird gehandelt auch mit einem KGV von 4 und die Dividendenrendite liegt bei 7,5%. Ist das jetzt hochattraktiv oder ist es ein Warnsignal? Wie geht's VW denn so? Vor ein paar Wochen gab es Quartalszahlen und es war eigentlich optimal. Also Auslieferungen um 7,5% gestiegen, Umsatz um 22% gestiegen, der operative Gewinn bereinigt um Sondereffekte um 35% gestiegen. Was will man mehr? Und fürs Gesamtjahr rechnet man da auch immer noch mit einem Umsatzanstieg von 10 bis 15%. Die Auftragsbücher sind voll, die Lieferketten entspannen sich. Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Also wovor haben die Anleger Angst im Moment? Es gibt zwei Probleme. Das erste ist der Softwarebereich, also diese Zentralisierung der IT für alle Marken. Das ist erstmal nicht so gut gelaufen. Dadurch hat es auch Verzögerungen gegeben bei einigen Modellen, die nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Das ist also auch noch eine Baustelle im Moment. Aber das zweite, wahrscheinlich deutlich größere Problem, das ist China. Volkswagen und die Volksrepublik. Eine fantastische Erfolgsgeschichte, schon seit Jahrzehnten. Es ist fast schon eine Love Story. Hier haben wir den früheren Volkswagen-Chef Karl Hahn beim damaligen Ministerpräsidenten Li Peng. Das ist ein Bild aus der Wolfsburger Allgemeinen. Kein Mensch hat sich damals für China interessiert in den frühen 80er Jahren. Aber Volkswagen, die sind gekommen und haben gesagt, wir bauen jetzt Autos für China. Und das haben sie auch getan, zusammen natürlich dann mit ihren chinesischen Venture-Partnern. Und alle Seiten waren glücklich. Für China war das Ganze ein Riesenschub, aber auch Volkswagen hat dann ja im Laufe der Jahre irrsinnig viel Geld verdient. Plötzlich war China dann der größte Automarkt der Welt und Volkswagen war so gut wie immer dort der unangefochtene Marktführer.
Und ich habe schon mal erwähnt, wenn man früher ein höherer chinesischer Parteifunktionär gewesen ist, dann war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man einen Audi A6 fährt. Das war jetzt keine Angeberei, das war nicht zu viel und nicht zu wenig. Und eine Marke aus dem deutschen Volkswagen-Konzern, das war für den chinesischen Amtsträger auch absolut vertretbar und staatstragend. Und hier noch ein Bild aus der guten alten Zeit, aus der Financial Times. Es ist der Blick auf eine Straße in Shanghai 2005, wo man hinschaut, nur VW Santanas, damals meistens als Taxis. Die Straßen waren voll davon. Und in dem gleichen Artikel, da sagten VW-Manager dann auch, naja, eigentlich sind wir schon eher ein chinesischer Konzern als ein deutscher. China ist natürlich der mit Abstand wichtigste Markt für Volkswagen mit einem Umsatzanteil von immer mindestens 30%. Und da ist aber im ersten Quartal der Absatz um 14,5% eingebrochen. Und der Gewinn ist sogar um ein Viertel eingebrochen. Und noch schlimmer, Volkswagen ist da auch nicht mehr der Marktführer. Das erste Quartal war für alle Hersteller hart in China, aber für manche war es eben weniger hart als für andere. Und das beste Beispiel dafür ist BYD. Da ist nämlich der Umsatz um 80% gestiegen im ersten Quartal und der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht. Und damit ist dann eben das passiert, auch was man lange nicht geglaubt hat. BYD hier, die weiße Linie, die haben Volkswagen, die blaue Linie, überholt und sind in China jetzt Marktführer. Die Grafik ist von Bloomberg. Toyota und Honda, die haben sich auch noch halbwegs gehalten, aber Volkswagen kommt ja wirklich aus den höchsten Höhen hier und hat dann aber die letzten 2, 3 Jahre massiv Marktanteile verloren in China. Und das liegt nicht nur daran, dass die Chinesen vielleicht günstiger produzieren würden, wie man oft hört bei uns. Es hat einen Preiskampf gegeben, ist angeführt worden von Tesla. BYD hat am Ende am meisten davon profitiert. Aber BYD hat Modelle in fast allen Preisklassen und die sind wirklich fast alle auch erfolgreich. Und ich habe es Ihnen auch gesagt, dass das passiert. Hier in einem Video vor fast 2 Jahren, im August 2021. Haben Sie es damals gesehen? Ein Grund mehr, den Zukunftsmärkte-Kanal mal zu abonnieren, dabei auch auf die Glocke gehen, dann sehen Sie gleich, wenn neue Videos von mir da sind und Sie verpassen sowas auch nicht mehr. BYD ist jetzt natürlich der größte und der bekannteste Konkurrent, aber es gibt auch andere chinesische Hersteller, die eben auch stark auf dem Vormarsch sind, gerade auch im Elektroautobereich. Und die sind meistens nicht billiger, sondern oft ganz im Gegenteil. Aber sie haben eben das, was die chinesischen Kunden haben wollen. Die Elektroautos von Volkswagen, wie damals schon gesagt, die finden viele chinesische Kunden langweilig inzwischen. Da fehlt natürlich auch die ganze digitale Bespaßungstechnik, da fehlt auch WeChat und da fehlen autonome Funktionen und da fehlt Karaoke. Das braucht man doch als chinesischer Autofahrer. Und das jetzt auch noch mit reinzubauen, das ist wahrscheinlich auch nicht das ganz große Problem für Volkswagen, um Gottes Willen. Aber das Problem ist, dass gerade im Elektroautobereich Volkswagen in China eben nicht mehr so attraktiv ist und nicht mehr hip ist. Und dass sie auch nicht unbedingt mehr wahrgenommen werden als Premium-Anbieter oder als Innovationsführer oder als Technologieführer auch. Und das ist bitter für den Konzern, der ja in E-Mobilität weltweit mit Abstand das meiste Geld investiert. Aber die Konkurrenten aus China, die sind eben inzwischen zum Teil sehr stark gewachsen und exportieren ja auch mittlerweile schon sehr viel, sodass sie für viele chinesische Kunden jetzt eben auch mindestens gleichwertig sind, wenn nicht sogar höherwertig. Und wer sind die chinesischen Herausforderer? Sie kriegen von uns nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report mit aufstrebenden chinesischen Elektroautobauern. BYD haben wir da dann mal weggelassen, weil die kennt wirklich schon jeder. Aber nicht ganz so bekannt sind eben zum Beispiel Anbieter wie NIO, XPeng, Li Auto. Die haben auch einen schweren Start gehabt und auch die Aktionäre von denen, keine Frage. Aber wo stehen die heute?
Und wen wir uns da auch noch anschauen werden, das ist Geely. Das war hier mal eine sehr populäre Aktie auch, ist dann aber wieder ein bisschen vergessen worden. Aber die greifen jetzt natürlich auch mit unterschiedlichen Marken auch international an. Und die Reports von uns sind gratis. Wenn Sie sie noch nicht haben, Sie kriegen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Es erinnert alles so ein bisschen an die 70er, 80er Jahre. Da hat man ja bei uns oft gehört, ja, die Japaner, die können doch keine Autos bauen und alles, was die machen, das ist eh von uns geklaut. Aber es hat nicht lang gedauert und man hat dann schon gesehen, wie die Autos bauen können. Und mit den chinesischen Herstellern ist es irgendwie schon auch ähnlich. Die haben alle klein angefangen und das war am Anfang auch keine tolle Technik von denen natürlich. Li Shufu, der Gründer von Geely, der hat mal gesagt, ein Auto ist ein Sofa mit vier Rädern. Aber für damals, für den Markt hat es gereicht und sie sind damit riesengroß geworden, weil der Markt natürlich auch stark gewachsen ist und weil das ja auch alles gepusht worden ist. Haben die Chinesen jetzt alles nur von uns geklaut? Diese Zwangsventures für die ausländischen Autobauer, die gibt es heute nicht mehr. Früher, oder das muss man heute nicht mehr machen. Früher war das schon noch so. Die chinesische Autoindustrie, die hat davon mit Sicherheit stark profitiert. Die ausländischen Autobauer haben aber natürlich auch stark davon profitiert. Und sie sind in China auch staatlich gefördert worden. Und die Mehrheit der chinesischen Autobauer, die heute besonders erfolgreich sind, das sind Unternehmen, die gar nicht mit ausländischen Autobauern großartig zusammengearbeitet haben. Und abgesehen davon, deutsche Autokonzerne wie Volkswagen, die sind natürlich nie vom Staat gefördert worden. Das waren natürlich alles nur visionäre Unternehmer, die das aufgebaut haben. Hier halb links, da haben wir zum Beispiel einen von den Volkswagen-Mitgründern, der Elon Musk der 30er Jahre. Hier haben wir ihn nochmal, wie er sich aufregt über den Dieselskandal. Und das Thema ist ja auch immer noch akut. Also Rupert Stadler, der ehemalige Audi-Chef, der hat diese Woche erst jetzt vor Gericht sein Fehlverhalten gestanden. Aber das nur nebenbei. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Volkswagen in China seine dominante Marktmacht nicht mehr zurückgewinnt, egal wie sie sich anstrengen, weil einfach das Wettbewerbsumfeld da viel härter geworden ist, sodass Volkswagen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in China in Zukunft kleinere Brötchen backen muss. Ich gehe aber nicht davon aus, dass Volkswagen da jetzt komplett verschwindet in Bedeutungslosigkeit. Und es ist nach wie vor immer noch ein sehr großer und ein sehr interessanter Markt für Volkswagen. Und aus der Sicht eines Aktionärs, da stellt sich auch die Frage, ob das auch wirklich alles so dramatisch ist jetzt. Also nach dem Kurssturz, den wir jetzt schon gehabt haben. Und es ist ja zum Beispiel oft auch schon darauf hingewiesen worden, dass zum Beispiel allein die Beteiligung an der Porsche AG, wenn man davon ausgehen würde, dass da die nicht börsennotierten Stammaktien genauso viel wert sind wie die Vorzugsaktien, dass allein die schon mehr wert ist als Volkswagen an der Börse zurzeit insgesamt. Was dann ja auch heißen würde, dass das komplette übrige Geschäft von Volkswagen mit den ganzen Marken, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, MAN, Lamborghini und so weiter. Das wäre absolut wertlos und das ist natürlich absurd. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Autosparte ja zusätzlich noch eine Nettoliquidität hat von 38,4 Milliarden Euro, also Liquidität abzüglich Schulden. Volkswagen steht wie jeder Autobauer, wie jeder in der Autoindustrie vor großen Herausforderungen. Ich kann mir aber im Moment keine Krise vorstellen bei Volkswagen, die eine derart niedrige Bewertung rechtfertigen würde. Weil grundsätzlich läuft es ja auch immer noch relativ gut. Es ist jetzt vielleicht keine Aktie, die man sich massenweise sofort hemmungslos ins Depot schaufeln soll, weil die Stimmung, die ist sehr schlecht nach wie vor. Das darf man als Anleger auch nicht ignorieren. Aber insgesamt auf mittlere Sicht würde ich schon sagen, die Aktie ist inzwischen unterbewertet. Das Hauptrisiko, speziell was das China-Geschäft betrifft, das ist das politische Risiko im Moment. Und das haben wir hier ja auch schon oft erörtert und behandelt. Ein schwerer Konflikt mit China oder schwere Spannungen,
Das bedroht natürlich mehr oder weniger die gesamte deutsche Wirtschaft, aber Volkswagen selbstverständlich ganz besonders. Aber einen Punkt gibt es auch noch, der mich auch optimistisch macht für die Volkswagen-Aktie, weil nämlich vor 1,5 Jahren, da hieß es noch, Volkswagen schafft in den Kantinen die Currywurst ab. Und ein Aufschrei ging durchs Land und sogar der Altkanzler Schröder hat seine ganze Autorität damals in die Waagschale geworfen, die er damals ja auch noch gehabt hat. Und hat sich für die Currywurst bei Volkswagen stark gemacht. Und es war ja auch völlig klar, dass diese Probleme in China und der Leistungsabfall da zeitlich ganz eindeutig zusammenhängen mit diesem drohenden Currywurstentzug. Heute wissen wir, es ist alles ein bisschen aufgebauscht worden. Es gibt die Currywurst immer noch bei Volkswagen. Und damit ist ja nicht nur ein landesweiter brutaler Kulturkampf gerade noch verhindert worden, sondern auch der Konzern selbst hat damit jetzt eine lähmende Unsicherheit überstanden, hinter sich gelassen und kann sich jetzt wieder voll auf die Zukunft konzentrieren. Definitiv eine gute Nachricht für die Aktionäre. Schauen Sie sich aber trotzdem auch mal die Aktien der chinesischen Herausforderer an. Tragen Sie sich noch ein für unseren Gratis-Zukunftsmärkte, wenn Sie Report, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.